Hallo Leute, mein Name ist Frank Steinberg. Ich wollte euch mit diesem Video mal zeigen, wie man auf einfachste und minimalistische Weise einen PIC-Mikroprozessor programmieren kann. So, was habe ich denn? Ich habe Software, die seht ihr hier, dazu gleich später mehr, und ich habe Hardware. So, das liegt auf meinem Tisch. Das ist einfach ein Steckbrett. Darauf ist ein PIC 16F1509, könnten auch viele andere Modelle sein. Daran hängt eine Leuchtdiode, die jetzt hier schon lustig blinkt, verbunden mit einem Vorwiderstand nach Masse. Dann haben wir hier eine Zuleitung für Plus, wir haben hier die Stromphase, die Spannungsversorgung. Darunter ist noch ein Kabel von Masse. Dann haben wir den obligatorischen Kondensator und eine Verbindung hier zum Resetten, um den Prozessor in den Programmiermodus zu bringen. MCLR heißt der Anschluss. Dann ist hier ein Kabel zu meinem Programmer. Der heißt 4PIP, weil der nur aus 4 Bauteilen besteht. 4 Teile PIC-Programmer. In dem Gehäuse sind 3 Widerstände und eine Schottky-Diode. Das Ganze angeschlossen an eine serielle Schnittstelle. Es muss eine richtige serielle Schnittstelle sein. USB-Wandler gehen nicht. Die liefern nicht die richtige Spannung, die sind im Bitbanking zu langsam, das funktioniert also nicht. Ihr habt Glück, wenn ihr in eurem Computer noch eine richtige serielle Schnittstelle habt, dann könnt ihr das gerne nachbauen. Oft ist auch das auf dem Motherboard drauf, nur nicht nach außen geführt. Da lohnt es sich immer, wer mit Elektronik bastelt, mal nachzugucken, ob das Ding doch vorhanden ist. Ich würde in den BIOS-Einstellungen nachgucken, da ist das vielleicht genannt. Und dann könnt ihr die nachrüsten. So. Das ist unsere Hardware. Die machen wir jetzt mal klein, die Hardware. Und gucken uns die Software an. So. Was wir hier sehen, ist eine IDE, eine Integrated Development Environment. Die besteht aus dem Programmiereditor Synwrite. Was wir jetzt nicht sehen, dahinter liegt ein Compiler für PIC-Prozessoren, der heißt Great Cow Basic. Fragt mich nicht warum, er heißt so. Der kann neben PIC-Prozessoren auch AVR-Prozessoren programmieren. Dann gehört dazu eine Programmiersoftware und die gucken wir uns jetzt mal gleich an. Diese Programmiersoftware, die den Programmer ansteuert, die besteht aus 2 Teilen, nämlich einer mit grafischer Benutzeroberfläche. Die starten wir jetzt mal. So sieht das Ganze aus. Wir sehen hier schon, dass er den PIC erkannt hat, nämlich 16F1509, hier steht es. Er hat erkannt, welcher Programmer dran hängt, 4PIP, und er weiß, dass das Ding an COM1 dran hängt. So, jetzt kommt das ja nicht so schön blinkend aus dem Laden, deswegen löschen wir das Ganze mal. Mit dieser Schaltfläche können wir den PIC löschen. Schon ist es passiert und wir sehen, es blinkt nichts mehr. So wäre das, wenn wir jetzt mit 0 anfangen. So, jetzt haben wir hier einen Quelltext für Great Cow Basic. Ganz kurz gehen wir den mal durch. Hier müssen wir ihm sagen, dass ein 16F1509 dranhängt, dass der mit 16 MHz getaktet ist. Dann müssen wir konfigurieren, dass der Port B6 als Ausgang dienen soll. An diesem Ding hängt unsere Leuchtdiode. Der Port B6 ist Pin 11, das heißt ganz unten rechts. Solche Angaben kriegt man aus dem Datenblatt von dem PIC. So, dann fängt hier die Hauptschleife an, hier ein Startlabel. Hier sagen wir ihm, wir möchten gerne Port B6 einschalten. Die LED geht an. Dann wollen wir 100 Millisekunden warten. Dann wollen wir die LED ausschalten und 900 Millisekunden warten. Dann dauert das Ganze eine Sekunde und wir werden das jetzt mal programmieren. Das heißt, wir werden kompilieren und anschließend gleich das Ganze in den PIC reinflashen. Flashen und programmieren ist dasselbe. So, ich habe drauf gedrückt. Der Compiler springt an, der ist schon fertig. Der Programmer springt anschließend an und der ist auch schon fertig. Was sehen wir hier im Output? Das ist unser Quelltext, den wir hier sehen. Das heißt Blink 16F1509.
Da machen wir ein gleichnamiges Hex-File von. Das ist praktisch das Programm. Gebraucht hat er dafür 1,1 Sekunde und er belegt 0,6% lediglich vom Speicher des PIC, also noch jede Menge Platz für andere Sachen. Anschließend ist das Programmierprogramm angesprungen, hat das Hex-File geflasht, hier ist nochmal der Name genannt, hat sich natürlich nichts daran geändert. Das Blink 16F1509 hat nochmal das Chip-Modell, also den PIC, identifiziert und hat für das Flashen 3,4 Sekunden gebraucht. Das Ganze ist fertig und wir sehen, da ist wieder unser Blinken einmal pro Sekunde. Jetzt ändern wir noch was am Quelltext und möchten jetzt, dass der PIC schneller blinkt. So, jetzt verkürzen wir dazu einfach die Wartezeit auf 100 Millisekunden. Braucht das Ganze 200 Millisekunden, also ungefähr 5 mal pro Sekunde müsste das Ganze jetzt blinken. Wir drücken wieder hier auf die Schaltfläche. Es wird kompiliert, es wird geflasht und wir sehen, er blinkt schneller. Wenn das bei euch so ein bisschen unregelmäßig aussieht, liegt das daran, dass das hier das Video nur mit 25 Bildern pro Sekunde läuft. Das kann manchmal ein bisschen asynchron sein. Ja, das ist alles, um PIC-Prozessoren zu programmieren. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, geht auf meine Internetseite www.franzsteinberg.de. Da gibt es eine Abteilung Mikrocontroller und da gibt es wieder eine Seite, wo der 4-PIP beschrieben ist. Da findet ihr alle Links, eine ausführliche Bauanleitung und auch einen Link, wo man dieses Ganze hier downloaden kann, die ganze Software. Da braucht ihr nichts installieren. Das ist eine ZIP-Datei, bloß irgendwo hinkopieren, die IDE-Exe starten und alles andere ist fertig konfiguriert. Ja. Ach so, ein kleiner Tipp noch, wenn ihr das installiert, nehmt nach Möglichkeit nicht den Programme oder Program-Files-Ordner, sondern nehmt irgendeinen anderen wegen der Windows-Restriktionen. Dann müsste alles vernünftig funktionieren. Ja, viel Spaß dabei und vielleicht folgen noch weitere Videos, wo die einzelnen Teile nochmal ein bisschen genauer und detaillierter beschrieben sind. Ja, das war's fürs Erste. Tschüss und vielleicht bis später.